Hier zeige ich euch, wie ihr euch Recycling-Schmetterlinge selber basteln könnt, und zwar mit Nagellack und Filz. Schaut rein. Dafür habe ich Flaschen gesammelt, die keine Pfandflaschen sind. Ich mir einfach liegen lassen. Oder bei jemanden gefragt. Und komme jetzt hier bei, und zwar nehme ich so ein Messer, welches so eine Säge hat. Und ziehe ich jetzt hier einfach so ein Löchlein rein und schneide in meiner Flasche praktisch den unteren Teil ab, brauche ich nicht. Und hier diesen Teil und auch, also ich knicke es so zusammen. Und dann habe ich das einfach ganz gut gemacht, dass man das, man jetzt hier mit einer Schere reinkommt und das so aufschneiden kann. So, Papier ist auch an bei den meisten Flaschen bloß an einer Seite zusammengeklebt. So habe ich jetzt hier die Klebepunkte. Von innen wische ich es natürlich noch ab. Und wo ich die Klebepunkte habe, schneide ich es auch auf. Im Internet oder auf meinem Blog könnt ihr euch auch so eine Datei runterladen. Und zwar heißt mein Blog ja flora-shop.eu. Müsst ihr mal schauen. Nehme ich jetzt so einen Schmetterling. Das Papier. Und klebe mir den jetzt hier einfach mit Tesafilm fest. Dass die so fest drin sind halt. Dann habe ich meinen Schmetterling. Meinen Nagellack habe ich auch geholt. Okay. Und komme jetzt hier einfach bei und tusche mein Schmetterling jetzt hier mit Nagellack ein, und zwar immer von der Mitte. Und da könnt ihr jetzt hier rüber streichen. Hier könnt ihr natürlich ein bisschen mit dunkler und heller arbeiten, indem dass ihr weniger Farbe auftragt, das nachher richtig schön. Und das ist natürlich auch schön, wenn ihr unterschiedliche Farben vom Nagellack habt. Ich bastle öfter mal mit Nagellack. Da kann man noch ganz reizvolle Sachen mitmachen. Von Nagellackblumen habe ich gemacht. Oder auf dem YouTube-Kanal. Oder dann hier, da waren es ja die Serviettenringe. Oder jetzt hier als Neujahrsgeschenk. Ich dann zum Glücksklee gebastelt mit Nagellack. Also da gibt es viele Möglichkeiten. So, und jetzt
So, lass es jetzt ganz einfach erstmal auch wirklich 10 Minuten stehen. Und nehme jetzt, hier habe ich beim anderen Schmetterling schon mal ein rosa rüber gestrichen. Und zwar habe ich jetzt hier so Stifte. Und zwar, wenn ihr auf Glas damit malt oder Flächen, könnt ihr die nicht abwischen. Das schimmert ja jetzt hier noch durch. Und zwar bei allen Farben jetzt immer Nagellack. Und komme jetzt hier bei und zeichne hier jetzt ganz einfach nur die Striche. Sprich nach. Also jetzt hier. Unten braucht ihr wieder gar nicht so doll aufpassen, weil wenn eh abgeschnitten. Also sprich alles, was jetzt schwarz durchscheint, male ich aus. Ja, soweit denke ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt hier um ist es dann ja eben auch, dass solche Linien jetzt hier zwischen sind. Hier oben ein kleines bisschen. Könnt ihr auch noch ein paar Linien zu, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Stelle ich dann auch so hin. Kann dann wieder super schön trocknen. Eben auch. So, und jetzt hier habe ich einen so einen Schmetterling fertig. Da hatte ich dann mit Gelb und Schwarz gearbeitet. Jetzt nehme ich ganz einfach eine Schere und schneide dann jetzt den Schmetterling aus dieser Folie aus. Hier in der Mitte lasse ich dieses Stückchen ganz einfach stehen. Also ich schneide nicht die beiden Teile auseinander. Ein bisschen schwerer, kommt immer drauf an, wie man die Flasche erwischt hat oder wie die gefertigt ist. Und wenn ihr den Schmetterling ausgeschnitten habt, ich schneide jetzt meinen nachher nochmal richtig nach und kommt dabei und klappt jetzt hier einfach diese Flügel. Und zwar nicht ganz in der Mitte, ein Stückchen drüber, klappt ihr einmal links und einmal rechts den Flügel, sodass ihr hier so eine gerade Fläche habt und habt jetzt praktisch den Schmetterling schon fast fertig. Für die Schüler habe ich mir von solcher Rolle, müsst ihr mal gucken, die hat immer die gleiche Spule, also solchen dünnen Draht abgemacht. Und zwar habe ich da bei den großen Schmetterlingen
ein Draht von 14 cm Länge und komme jetzt hierbei und habe hier so eine kleinen schwarzen Perlen. Die sind 4 mm im Durchmesser und mache mir die jetzt hier einfach so auf jeder Seite. Und breche einmal zusammen und einmal den Draht so ein bisschen zusammenbiegen. Mache mir den Draht nochmal so richtig schön glatt. Nehme die Hälfte. Und habe jetzt eigentlich ja einen Draht, glaube ich, für und passe dann immer den Draht so an, und zwar mit der Größe vom Schmetterling. Also hier passt es, der Draht, also das Stückchen sollte jetzt hier in der Mitte drauf sein. Wie gesagt, also ich habe da unterschiedliche Drahtlängen eben von den Proportionen zum Schmetterling gemacht. Und hier natürlich biege ich die Flügel rein, wie schon gezeigt, dass ich die jetzt hier einfach so hochkippe, und habe mir die ganzen Schmetterlinge eben auch wirklich die Fühler und den Rumpf alles erstmal so fertig gemacht. Und habe jetzt hier vom Kammzug, von der Filzwolle, und nehme jetzt hier, braucht ihr auch gar nicht so dolle viel, und filzt das ganz einfach. Wir nehmen ja eine Filznadel, die Unterlage, ein kleines bisschen Filzwolle, was ihr da habt, man jetzt so für den Rumpf für so einen Schmetterling nehmen kann. Ich muss hier nur reinpicken. Mache ich jetzt auch nur von beiden Seiten zumal kurz. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn da diese Fussel jetzt hier so auch noch ein kleines bisschen hochstehen. Ja, und dann meinen nächsten Schmetterling halt wieder fertig. Erst wenn alle Schmetterlinge ihre Fühler und ihren Rumpf haben, fange ich an, die Schmetterlinge an die Wand anzubringen. Ich nehme immer dafür den beidseitigen Kleber. Und zwar mache ich mir ein Stückchen ab, also einen Zentimeter ungefähr, und klebe dann die Punkte, diese Klebepunkte, so an die Wand. Und dann könnt ihr ja die Schutzschicht abziehen. Die Halterung für den Schmetterling. Deshalb solltet ihr den in der Mitte nicht auseinanderschneiden. Das klebe ich hier rüber nochmal so ein Stück jetzt von dem beidseitigen Kleber. Hier die Schicht auch wieder ab. Und habe jetzt hier gleich die Möglichkeit, die kleinen Fühler anzubringen. Gehe ich dann noch so ein bisschen raus und nehme jetzt hier den Filz und kann den Körper von dem kleinen Schmetterling nur so raufdrücken. Hält super, hält wunderbar, und so bringe ich meine Schmetterlinge an. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen hoch. Däumchen hoch bedeutet, oder Abonnent bedeutet natürlich auch immer, dass wir noch mehr Videos auf YouTube einstellen können.